Es ist mal wieder soweit. Minecraft hat eine erste April-Minecraft-Version rausgebracht. Und wir spielen, naja, die Potato-Version. Also um genau zu sein, die Poisonous Potato. Die giftige Kartoffel-Version. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was uns so richtig erwartet. Ich glaube, das ist aber ganz gut. Denn wir werden das gemeinsam in diesem Video herausfinden. Das, was ich weiß, ist, dass es auf jeden Fall eine Menge Sachen gibt. Eine neue Dimension, einen Boss-Monster, irgendwie viele Kartoffeln und irgendwie Sachen, die ich auf jeden Fall mal gesehen haben sollte. Deswegen, das Ganze wird ein etwas anderes Video, aber vor einem Jahr, 2023, zum 1. April, habe ich auch gemeinsam mit Heiko und Stegi auch zum damaligen 1. April Snapshot ein Video gemacht, sogar mehrere, und die haben euch unfassbar gut gefallen, deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn euch das Ganze heute auch wieder gefällt, ihr einen Like da lasst, abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit wir vielleicht dieses Jahr irgendwann mal die 2 Millionen Abonnenten knacken können. Und, nun ja, ihr seht da vorne schon etwas. Das hier ist eine Bonuskiste, eine Bonus-Chest. Sage ich euch ehrlich, ich habe das Feature noch nie benutzt. Noch nie habe ich eine Singleplayer-Welt erstellt und gesagt, ich gönne mir eine Bonus-Chest. Aber heute muss ich das wohl, denn ich glaube, hier über den Kollegen wird mir so einiges erklärt. Auf jeden Fall, in welche Richtung das erstmal geht. Wir haben eine Iron Hoe, einen Wassereimer und, ja, ein paar Kartoffeln. Wenn ich hier über die Poison Potato rübergehe, ist das eine Pflanze? Bro, was ist das? Das wird ein sehr, sehr interessantes Video. Steady on your feet there. Bro, woher weiß er meinen Namen? Ich glaube, das Schwein ist nur an mir interessiert wegen der Kartoffel, oder? Ha, sei ehrlich. Wow. Ich wusste es. Aha. Aktueller Stand. Es redet gerade eine Kartoffel mit einer Brille mit mir. Und das ist halt auch so typisch für Minecraft, denn eine Poisonous Potato, darüber können wir vielleicht auch nochmal im Verlauf des Videos heute reden, es ist halt ein Item, wenn nicht sogar das Item, das am sinnlosesten ist. Das Item gibt dir nichts. Du kannst es mit einer roundabout 40%igen Wahrscheinlichkeit in einer Versorgungskiste eines Shipwrecks finden. Du kannst es per Zufall, seltene Sache in Minecraft, halt bekommen, wenn du eine Kartoffel aberntest. Du kannst aber ansonsten nicht viel mehr damit machen. Alright, wir haben unsere erste Aufgabe. Die mysteriöse Kartoffel mit der Brille sagt uns, dass wir ein Dorf finden sollen. Glaub mir, ich habe in meiner Minecraft-Karriere einiges schon geschafft. Und ein Dorf zu finden, wird mich da definitiv nicht aufhalten. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was uns hier erwarten wird im heutigen Video. Und ich kann euch verstehen, wenn ihr auch wirklich denkt, was das hier genau ist. Ich sehe schrecklich aus mit dieser Brille. Ihr könnt mir auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht schon getan haben solltet, in die Kommentare schreiben im Verlauf des Videos, was eure Meinung hier zu der ganzen Sache ist. Wie seht ihr immer wieder die Snapshots, die April-Scherz-Snapshots? Also ganz, ganz wichtig. Das Ganze hier ist kein offizielles Minecraft-Update. Ihr müsst nicht denken, oh Mann, in der 1.22 gibt es dann die Kartoffelwelt. Nein, es ist halt ein Joke, es ist ein Witz. Das hat der April so an sich. Find's aber ehrlich gesagt immer sehr, sehr cool. Wenn man April-Scherze macht, wird irgendwie was Positives, denn, naja, dass wir halt jetzt in einem Minecraft-Snapshot, in einem Minecraft-Update jetzt hier irgendwie was Positives insofern bekommen. Also nicht einfach nur verarscht werden, sondern halt einfach was haben, womit wir halt spielen können. Sehr, sehr, sehr nice. Mit Ä schreibe ich Poisonous Potato. Die tanzen. Ist das hier gerade auch Teil des Pranks, des Trolls, dass es kein Cobblestone mehr gibt? Endzeit, Granit und Kohle? Fängt es damit schon an? Okay, nee, also es war wohl einfach wirklich Pech. Ah, ich liebe das. Wir haben auch früher manchmal, also ich habe einmal ein Challenge-Video auch gemacht, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. In der Challenge wurde ich einfach überrascht. Mir wurde vorher nicht gesagt, was verändert wurde und ich sollte es selbst herausfinden. Das sind immer Videos, die ich sehr, sehr interessant finde, wenn ich halt wirklich ahnungslos auch mal in die Welt reingehe. Meistens habe ich halt immer wieder den Drang, euch halt Sachen auch zu erklären und manche Sachen so gut wie möglich zu machen. Aber hier ist es dann heute mal etwas anders und ich werde mich zurücklehnen und werde einfach machen, was mir von dieser Brille gesagt wird. Ich will direkt mal, ohne dass mir irgendjemand was gesagt hat, mal herausfinden, kann ich mit einer Poisonous Potato, es ist ja das Potato-Update, kann ich mir damit was craften? Mhm. Oh! Moment mal. Ich habe alle Variationen an Crafting-Rezepten probiert, aber das hier, das Potato-Ei, ich kann mir vorstellen, was das sein könnte. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist ein Potato, Enderauge. Okay, wir können schon mal merken, Richtung Süden scheint was, etwas zu sein. Also eine kurze Frage, wer seid ihr und warum greift ihr Zombies an? Warte mal, ganz kurz, sagen die Zombies gerade Potato? Wie nice. Also inhalttechnisch wurde auf jeden Fall auch an den Soundpacks gearbeitet. Und ja, diese Poisonous Potatoes, die Potato-Zombies droppen mir auf jeden Fall auch die Pflanze einerseits, aber auch Poisonous Potato. So. Was passiert, wenn ich eine esse? Ist alles so wie immer? Ja. Oh! Kein Problem für mich als alter Minecraft-Experte. Wir haben ein Dorf gefunden. Es sollte ein Bett in der Nähe sein. Alright, Kollege. Das Bett, das werde ich finden. Lialo. Alright. Yo, ich weiß, es ist ein bisschen voll und so und ich weiß, wir wechseln uns ab, aber ich will ganz gerne hier pennen. I'm pretty sure I said
take a bet. Ich kann's auch nehmen, es tut mir leid. Hier, hier ist es. Ja, ist doch okay, aber ich musste trotzdem schlafen. Bro, unsere Kartoffelbrille ist aber ein bisschen mit dem falschen Fuß aufgestanden, oder? Ich habe by the way mal mit Kartoffeln Minecraft durchgespielt, ne? Also, mir muss man gar nicht da was von erzählen, ey, Kartoffeln haben zu wenig Aufmerksamkeit in Minecraft oder so bekommen. Ich habe es am Anfang schon immer gesagt, 2022 oder so. Warte mal, die Kartoffel kann mein Inventar modifizieren? You should hopefully have some paper on you. Ja, also seit kurzem habe ich ein Papier dabei, einen Anvil. Okay, mir gefällt das. Ich soll meine Gedanken auf das Papier schreiben. Your thoughts on the April Fool's Snapshot. Easy, mache ich. Ja, easy. Ich glaube nicht, dass ich dieses Papier lesen kann. Naja, du hast doch eine Brille auf. Also ich will immer noch ganz kurz dazu sagen, das Einzige, was ich bis jetzt vom Snapshot mitbekommen habe, ist halt eigentlich nur... Also, es ist noch nicht so viel. Ich würde mir ja ganz gerne noch mal ein Bild davon machen. Ich soll die Potato Eyes rauscraften. Also das habe ich schon gemacht. Ich weiß, es ist gerade eine Menge, die jetzt hier passiert. Und ja, wir reden immer noch mit einer Kartoffel. Aber wir werden einfach mal unser Potato Eyes folgen. Wir wissen ja schon, in welche Richtung das geht. Und ja, mein Minecrafter-Kopf sagt mir jetzt gerade auch ganz kurz, wir müssen uns ganz kurz besseren Stuff ranholen. Ich meine, mein Minecrafter-Herz sagt mir, Dorf, Eisengolem, hol dir einen guten Bogen und mach dir halt ein bisschen Stuff. So, Fletcher. Was ist denn hier los? Ein Amber Gem? Bernstein? Das ist anders, als ich es normalerweise kenne. Also ich kann mit Sticks kann ich mir Poisonous Potato traden. Und mit Amber Gem dann Arrows. Oh, warte mal, was ist denn da? Das sieht mir doch noch was Neuem aus. Das ist ein Poisonous Potato Ore. Ist das jetzt einfach ein Erz, das mir am Ende Poison Potato gibt? Wow. Okay, dann halten wir erstmal soweit fest. Ich kann mir wohl anscheinend keinen Bogen direkt ranholen. Aber vielleicht kommen wir dann noch irgendwann später an Bernstein ran. Alright. Oh, Potato Eye geht wieder zurück. Wir wissen alle, was ein Enderauge uns eigentlich anzeigt. Also an sich ein Endboss-Dungeon. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon bereit bin für einen Endboss-Kampf. Also, haha. Vielleicht müssen wir uns gleich nochmal ein bisschen Ausrüstung ranholen. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt kein Problem, diese Augen jetzt mal ein bisschen zu spammen, weil wir haben so viele. Bro, das Portal weiß ich jetzt noch nicht, aber das Auge geht hier auf jeden Fall runter. Danke für den Spoiler. Wozu werfe ich die Dinger überhaupt, wenn du schon eh direkt weißt? Ich war jetzt ein bisschen verwirrt. Erst hat er mich jetzt mit dem Potato Eye irgendwo hingeschickt. Ich sollte was suchen, aber dort, wo es runtergegangen ist, war nichts. Und ich glaube, es ging darum, dass ich das Teil hier finden soll. Und ich soll jetzt eine Poisonous Potato hier an dieses Podest ranpacken. Naja, das sieht jetzt noch nicht so direkt aus wie ein Portal für mich. Was als nächstes passiert, also ja, so ungefähr kann ich mir da... Also Moment mal, was für ein Drachen. Ich habe noch kein so gutes Gefühl, da jetzt einfach reinzugehen. Ich glaube, ich werde einfach sterben. Deswegen habe ich extra mein Bett schon mal aufgestellt. Poisonous Potato, was ist da? The Potato Dimension. Meine Minecraft-Welt ist eine Potato-Minecraft-Welt. Ganz kurz, was ist mit euch passiert? Wir haben kein Dirt mehr. Wir haben Terre de Pomme. Ich bin nicht so gut in Französisch, aber das verstehe ich auch tatsächlich noch. Ist das Ancient Debris da vorne? Was, Bro, was willst du von mir? Ich bin ganz sicher nicht der Part, der hier komisch riecht. Was ist denn die Aufgabe? Was mache ich hier? Steal their loot. Ja, der typische Minecraft-Stuff. Okay, wenn wir bereit sind, sollen wir einfach noch ein weiteres Potato-Ei werfen. Die Frage ist ein bisschen, wofür bereit? Was passiert hier? Lass uns ein bisschen erkunden, was wir hier so sehen können. Wir haben unter anderem Potato-Schweine. Was droppst du? Okay, du droppst trotzdem Raw Pork Chop. Ich verstehe. Wir haben hier... Oh, okay. Graftata. Man versteht auf jeden Fall, es sind alle Sachen ein bisschen, nun ja, sehr krass Potato-themed. Das Holz in diesem Dorf oder in dieser Dimension ist... Potato-Holz. Daraus machen wir uns Potato-Planks. Textur, gewöhnungsbedürftig. Und wir haben auf jeden Fall mehr oder weniger eine Void-Welt. Ich sag euch ehrlich, es sieht sehr, sehr, sehr cool aus. Aber ich möchte unbedingt wissen, was da drüben ist, weil das ist für mich, das ist Ancient Debris. Bro, ist das eine Pfanne? Ein Frittiertisch? Ist das dieselbe Mechanik wie ein Campfire? Und was kommt am Ende jetzt hier raus? Hier kommt da jetzt keine gebackene Kartoffel raus, sondern, also, eine gebratene, oder? Oh, Eisen. Oh, es kommen gebackene Kartoffeln raus. Okay, aber sehr, sehr interessant. Ob wir das in der Art und Weise mal in Minecraft haben werden? Bezweifle ich. Alter, ist das Dorf riesig. Ich möchte wissen, ob das halt irgendwas mit Ancient Debris zu tun hat. Und ja, wir befinden uns in einem April-Scherz. Snapshot. Logischerweise werde ich jetzt nicht das wertvollste Material direkt easy bekommen. Ihr stimmt mir zu, das ist von der Textur her Ancient Debris. Was bist du?
Ancient Debris. Kann ich nur mit einer Diamantspitzhacke abbauen. Aber was ist der Twist? Es wird kein Netherite heute hier geben. Oder Netherite wird unfassbar schlecht sein. Ich werde doch jetzt nicht einfach direkt Netherite-Stuff bekommen. Ach, Wasser ist giftig. Oh. Verstehe. Also ich sag euch ganz ehrlich, ich fühle mich ein bisschen naiv. Aber wenn mir eine Minecraft-Welt Ancient Debris gibt, dann werde ich das natürlich umwandeln in halt Netherite-Rüstung. Wir kümmern uns ganz kurz um krasse Rüstung. Oh, ist das Bernstein? Oh, das haben wir schon mal gesehen. Das haben wir schon mal gesehen und zwar im Fletching Table. Oh, was ist das? Eisen, okay. Was ist mit dir passiert? Bro, bist du eine Kartoffel? Also, es fühlt sich irgendwie falsch an. Aber ich würde sagen, kümmern wir uns um eine Diaspitzhacke und farm Ancient Debris. Mit dem Netherite Ingot brauchen wir am Ende aber auch trotzdem Dias. Und ich weiß nicht so ganz, wo ich Diamanten farmen sollte. In dieser Welt? Oder sollte ich lieber auf sicher in die andere Welt gehen? Weil ich glaube, in der anderen Welt wird es wahrscheinlich für mich einfacher sein. Ich meine, in welche Richtung müssten wir denn mit unseren Augen dort lang? Okay, dieses Mal gucken wir uns mal einen gefährlichen Spot an. Poisonous Potato Öl? Ja, wer hätte damit gerechnet, dass es das, also dass mich das giftige Öl vergiften wird? Das Battle gegen die Ultimate Potato? Alright, also mir sagt die sprechende Kartoffel, dass ich mich auf jeden Fall gut equippen sollte für den bevorstehenden Kampf gegen Ultimate Potato. Ja, okay, nichts lieber als das. Dann machen wir das auf jeden Fall. Okay, wir kommen wieder mit OP-Equipment. Ich mache jetzt mal ganz kurz meinen Job. Moment mal! Ich fahre mir fleißig meine Dias und auf einmal fliegt hier eine Poison Potato? Ich habe das Gefühl, dass das mal eine Fledermaus war. Oha, tut mir leid, was hältst du aus? Oh, eine Fledermaus droppt ein Item. Okay, weiter geht's mit dem Equipen. Enchanter wird auch ready gemacht. Okay, wenn ich jetzt einmal dabei bin, wir müssen es halt schon richtig machen. Okay, wir sind zurück. Wir haben Dias, wir haben Obsidian. Und wir gehen jetzt mal ganz kurz zu den Nether. Denn Real Talk, Leute, mein Minecrafter-Herz. Also, ich kann jetzt nicht, wenn alles voll ist mit Easy Ancient Debris. Deswegen gönnen wir uns und gehen einmal in den Nether. Und hier ist alles beim Alten. Blazes, wenn ihr Stress haben wollt. Ja, moin. Dann wartet noch ganz kurz, bitte. Blazes. Bro, droppen die keine? Let's go! Moment mal. Poisonous Potato Hammer. Knockback 10. Also ich weiß, was Knockback 10 macht. Eine Poisonous Potato ist anscheinend wohl doch heute ein bisschen... Das Item wird finally brauchbar. 11 Attack Damage! Ja, das ist sehr, sehr krass. Zeig mal her. Oh nein, es wird so eine Dingswolke her. Oh mein Gott, ja super. Ja, ist ja super overpowered, das Item. Mann, ist das. Es ist ja mächtig zu stark. Nie was Positives über Poison Potato gesagt. So, perfekt, eine Bastion. Juhu, ein Ancient Debris. Mitnehmen tue ich es jetzt aber mal nicht. Okay, Obsidian. Gold. Apfel. So, jetzt ein Upgrade-Template. Oh ja! Perfekto, wir haben's. Und eine Fortune 2 Spitzhacke. Auch sehr, sehr gut. Ja, damit können wir uns auf jeden Fall ein bisschen Netherite-Rüstung machen, würde ich mal sagen. Und wir traden uns nochmal ein paar Pfeile. Equipment muss nämlich stimmen. Bro. Ja, Equipment läuft. Eine ordentliche Fire-Resistance. Enderperlen. Wir sind raus aus dem Nether. Wir haben unser Upgrade-Template. Wir haben insgesamt auch viele Dias. Wir haben mittlerweile auch eine Fortune 2 Spitzhacke. Also wir können uns auf jeden Fall gleich mal Netherite gönnen. Wenn es denn klappt. Und wir gehen zurück in die Kartoffelwelt. Dann lasst uns doch mal jetzt mal bitte gucken, ob wir Netherite-Rüstung wirklich hinbekommen können. Es wäre so schön. Wenn wir die Möglichkeit haben, Netherite-Rüstung zu bekommen, dann nehme ich das auch ernst. Es sieht... Hidden in the Death. Es sieht nach normalem, richtigen Ancient Debris aus. Okay, sollen wir uns gleich mal einen Full Netherite Peak machen? So, wir sehen aktuell noch unfassbar lächerlich aus. Das wird sich aber jetzt ändern, denn wenn es wirklich funktionieren sollte... Haha, ich habe immer noch sehr... Also ich habe wirklich Angst davor. Dann sollten wir Netherite-Rüstung machen können. Und es geht. Hä? Es wird gegönnt. Oh Mann, ich sehe so lächerlich aus. Wobei, ich sehe nicht so lächerlich aus wie du. Alright, dann machen wir uns auf jeden Fall noch die anderen Teile. Auf jeden Fall auf Netherite. Hose. Wir machen auf jeden Fall Schuhe auch. Ja, damit, also damit sehen wir jetzt erstmal auch sehr, sehr, sehr stabil aus. Verzaubern können wir den ganzen Spaß auch nochmal. Protection 2. Feather Falling. Warum nicht? Und nochmal Prot 2.
Rüstung sieht da souverän aus. Ich nehme mir auf jeden Fall den Dia-Helm mit. Dann sehen wir vielleicht gegebenenfalls mal ganz cool aus. Abgesehen davon, dass mein Inventar komplett nicht aufgeräumt ist, glaube ich, kann man mit dem Stuff, den ich jetzt hier habe, schon arbeiten. Wir haben ja auch immerhin unseren Poisonous Potato Hammer. Ich bin wirklich gespannt, was auf uns wartet. Eine Sache, die ich aber gerade noch gesehen habe, aus Gastränen konnte ich mir einen Flotato basteln. Und ich kann aus einer gebackenen Kartoffel, wenn ich sie über Lava werfe, das hier machen. Und dann kriege ich halt Schaden, solange ich sie dabei habe. Aber ich möchte mir den Flotator machen. Mir wurde gesagt, ich soll mir das unbedingt mal angucken. Aber wenn, soll ich es freistehend in der Luft bauen? Nee. Bro, das Ding kann fliegen. Okay, es ist aber jetzt halt auch weg. Bevor wir uns jetzt aber auf die nächste, also Mission unserer Brille machen, mache ich eine Sache, die mir die gesamte Zeit in den Chat reingeschrieben wird. Basti, spring bitte ins Void. Ja, es kann sein. Mir wurde super oft gesagt, vertraue uns, du wirst nicht sterben. Alle Leute in meinem Chat wissen es halt besser. Ich vertraue euch jetzt einfach mal. Ich habe das Gefühl, ich könnte mir vorstellen, ich springe jetzt hier runter und ich lande irgendwie in der Overworld. Deswegen habe ich einen Wassereimer dabei. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Juhu! Wir haben Minecraft! Also, naja, alle sagen, ich soll nicht skippen. Wir gucken uns das ganz kurz an. Ihr könnt den Text ja gerne lesen. Wir werden es wahrscheinlich im Video speeden. Okay, jetzt aber der Test. Ich spawne beim letzten Respawn-Punkt. Passiert das aber einfach nochmal? Wie cool! Der Sound ist immer nice. Und jetzt habe ich Poisonous Potatoes auch an. Cool. Alright, damit machen wir uns jetzt hier auf die Reise zum vermeintlichen Endboss. Was mir nur vorher empfohlen wurde, ist, dass ich mir auf jeden Fall mit einer Schere und einem Stick einen Kartoffelpeeler mache. Bro, plus 10 Damage to Potato Mobs. Oha, Kartoffelmesser. Und damit bekomme ich dann... Ah, okay. Das drückt ordentlich Damage. Ich sehe auf jeden Fall gefährlich aus mit meiner Brille. Ich habe hier oben auch schon was Kleines vorbereitet, denn wir haben ja eine Sache gelernt. Und zwar sind wir in der Lage, mit unserem Flotator mehr oder weniger zu fliegen. Und da wir hier so eine Void-Insel haben, glaube ich, könnte das ein bisschen angenehmer sein, wenn wir einfach nicht selber laufen, sondern einfach mal auf bequem einfach mal ein bisschen fliegen. Und zwar machen wir an die grüne Seite mehr oder weniger unsere Fläche. Also ich hoffe, das funktioniert. Ein bisschen Angst habe ich schon, was hier gleich passiert. Es ist auf gar keinen Fall ein schönes Schiff, okay? Es ist hässlich. Aber es erfüllt seinen Zweck. Oh mein Gott, es ist wirklich ein Tiefpunkt, den ich hier erreiche. Kriege ich das Ding auch so gepowert? Ja! Und wir fliegen! Es funktioniert! Wir sind halt unfassbar langsam. Wenn wir halt mehrere von diesen Antriebsblöcken hätten, dann könnten wir halt noch ein bisschen schneller unterwegs sein. Aber so haben wir auf jeden Fall Zeit, in Ruhe uns die Minecraft-Welt hier anzugucken. Ich habe zum Glück Gastränen mitgenommen aus dem Nether, weil aus denen craftest du dir diese Antriebsblöcke. Wenn es irgendwie so eine Mechanik im normalen Minecraft geben würde, boah, ich könnte mir vorstellen, das wäre nochmal eine sehr, sehr krasse Sache. Worauf wir auf jeden Fall achten müssen ist, dass wir rechtzeitig mit unserem Auge abbiegen. Wie kann ich das Ding stoppen? Also gibt es auch ein, also gibt es hier einen Ausschalter? Das ist jetzt an sich lustig. Ich bin jetzt legit 12 Blöcke damit geflogen und muss jetzt hier wieder weg, oder was? Okay, aber ich muss weg. Sorry. So habe ich mir meine erste Reise mit meinem kleinen Flugzeug nicht vorgestellt. Aber cool, dass es die Möglichkeit gibt. Ja, das war das Kleingedruckte. Oh, das sind die Dingsblöcke. Wir müssen die gar nicht aus Gastring craften. Boah, also damit könnten wir uns auf jeden Fall nochmal eine richtige Maschine basteln. Oh, wir haben wohl etwas gefunden. Wir sind in der Nähe des richtigen Places. Ja, okay, ich grab mich ja schon nach unten. Er setzt mich auch manchmal ein bisschen unter Druck, ne? Okay, ich bin sehr, sehr gespannt. Dann ist das eine Art Kartoffel-Stronghold. Oder was erwartet mich da jetzt genau? Boah, ich bin wirklich gespannt. Ich liebe ja solche Bosskämpfe auch. Wenn es halt einen, also wenn es halt ein Bosskampf ist. Eine Bossbar ist meistens ein Zeichen dafür, dass wir den... Nee, für einen Boss sind. Megaspurt. Potato Lord of the Fried Legion. Ja, hallo. Das ist dann jetzt hier das Kartoffel-Update. Das sieht mir nach einem Stronghold aus. Stonebrick-mäßig. Ich glaube, wir sind da. Aha, ja, ich glaube auch, wir sind da. Das sieht aus wie eine Art Kolosseum. Würde ich auch sagen. Und ich...
pack mir jetzt erstmal meinen Respawn-Punkt dorthin und schnapp mir meinen Kartoffelschäler. Ich glaube, du brauchst ein Holzschwert. Er hat mir jetzt wirklich ein Holzschwert gegeben. Try Critical Hit. Ja, danke dir. Ohne Mist, das ist ein richtig hilfreicher Call. Hallo, das... Right. Ja, wenn du bloß mal einen Helm tragen würdest. Boah. Bro, wie viel Damage? Wie viel Damage? Okay, ich würde mal sagen, wir tragen mal lieber einen Helm. Ich glaube, es ist besser. Mir erscheint das so, dass er auf jeden Fall resistent ist gegen Bogen. Boah, ich mag den Dungeon. Optisch sieht das sehr, sehr cool aus. Erinnert mich an eine Treasure-Bastion. Ich muss doch safe irgendwie die Monster davor erstmal töten. Ey, tut mir halt leid, aber das Huhn musste sterben. Okay, ich kann ihn damagen. Das ist eine riesige Poison Potato, ne? Alter, ist das geil gemacht. Wenn das jetzt ein Boss wäre in Boss Battle, meiner Boss-Monster-Serie. Traum. Okay, Armadillo töten. Also immer die leuchtenden Monster töten. Und dann eventuell in den Nahkampf rein. Ja, ich, Leute, ich werde irgendwie vergiftet. Ist das nicht lustig, weil ich im Wasser war, oder was? Boah, das sind so Guardian-Strahlen. Aber perfekt, wie er steht. Okay, ich sag euch ehrlich, mir hat oben meine Position besser gefallen. Oh mein Gott, er heißt jetzt anders. Okay, er hat jetzt so eine Wither-Textur. Hat er so eine Art Schutz? Ist es jetzt eine ganz andere Game-Mechanik, dass ich jetzt irgendwie nicht die Monster töten muss? Okay, Pfeile werden abgestoßen. Kein Damage. Okay, die Guardians müssen sterben. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Wunderpunkt, hä? Digga, was passiert? Oh mein Gott, wir müssen so aufpassen. Problem ist ein bisschen, Pfeile reichen halt auch nicht ewig. Noch 37. Spinnen also, ja? Okay, warte mal, ich kann auch die Fireballs zurückschießen auf ihn und mache ihm einfach dick Damage damit. Damit kann ich auch einfach sehr, sehr gut, glaube ich, sparen an Ressourcen. Unfassbar geiler Bosskampf. Aber das ist jetzt auch einfach ein Bosskampf, den sie halt auch jetzt nicht unbedingt für Casuals designt haben, sondern halt für Leute, die halt auch daran interessiert sind, einen krassen, intensiven April-Scherz zu zocken. 6 Pfeile. Ich darf keine Pfeile mehr schießen. Ich muss mir die aufheben. Kann ich mich eventuell von unten in einem Tunnel an ihn rangraben? Ja, okay. Hier scheint es wohl nicht so viele Probleme zu geben. Oh, die Blöcke sind nicht zerstörbar. Könnten wir nicht mit so einer Art Gang uns dort trotzdem hinbauen zu den Spawnern? Ich glaube, so könnten wir die Spawner abbauen, weil ich habe momentan keinerlei Möglichkeiten. Diese Guardian-artigen Atzen, die würden mich momentan einfach nur auseinandernehmen. Irgendwo müssen wir hier was finden. Wir müssen irgendwie die Quelle der Spawner finden. Ja, wir kriegen schnell Stress. Alright, die Kollegen machen richtig Druck. Da ist sie! Oh mein Gott, da ist sie! Da ist die Trapdoor. Wir haben die Quelle der Guardians. Oder der Art Guardians. Wir sind drin. Wir haben den Geheimgang gefunden. Und hier kriegen wir die Spawner vielleicht kaputt. Bro, was ist das hier für ein Labyrinth? Digga, was hält denn der aus? Toxic Beam? Also mittlerweile bin ich froh, dass wir uns echt gute Rüstung gemacht haben. Das ist so gut gemacht. Weil wenn ich das jetzt... Ich muss durch einen Labyrinth mich zurechtfinden, den Spawner finden. Wenn ich das nicht schaffe, habe ich ein großes Problem. Bro, die halten so viel aus. Hier waren wir. Von hier bin ich am Anfang gekommen. Okay, dann kann es eigentlich nur einen richtigen Weg geben. Und zwar dann ist es hier links. Hier. Ja, nee. Aber nur zur Information, ne? Ich kann keine Blöcke hier platzieren. Ich kann diese Blöcke nicht abbauen. Oh mein Gott, wir haben den Spawner. Den Quattro-Spawner! Alle weg! Und jetzt haben wir erstmal keinerlei Probleme mehr mit denen. Das Problem ist, wir haben oben aber immer noch sehr viele von diesen
Kollegen gespawnt und deren Beams, halt wie bei Guardians, unfassbar stark, unfassbar nervig. Ich kriege dadurch Damage-Ticks, bin dann auch noch geslowed. Dann müssen wir jetzt nur noch von denen, oh Gott, das sind leider halt sehr viele, die da sind. Aber ich könnte sie mit seinem Fire Charge auch töten. Vielleicht. Oh mein Gott. Nächste Stage. Aber Creeper kommen mir vielleicht sogar gelegen. Ich glaube, wir müssen halt tatsächlich einen ersten taktischen Rückzug machen. Wir brauchen mehr Essen. Wir müssen uns was einfallen lassen. Am besten sogar noch mehr Pfeile. Hä? Okay. Das ist aber richtig gut, wo wir sind. Denn, wenn wir eine Bibliothek finden sollten, könnten wir vielleicht nochmal starke Bücher finden. Und wenn ich ein Infinity-Buch hätte, das wäre der Jackpot. Okay, zeig mal her. Bibliothek, jetzt vielleicht Game-Changer. Vielleicht auch nur. Protection. Und nochmal Protection. Aber auch sehr, sehr gut. Wichtig. Come on. Alter. Potatofication? Potatofication? Mending? Multishot-Mending. Lava-Eimer und gute Verzauberung. Wir gehen zurück. Oh nein, wir sind beim falschen Dungeon. Wir gehen mal lieber erstmal hier weg. Around the potato in 80 days. All potato biomes. Cool. Alright, wir sind zurück mit ordentlich Brot. Und ganz wichtig, wir haben die Möglichkeit, unseren Stuff noch besser zu verzaubern. Also, durch unsere Rüstung sollte jetzt erstmal nicht mehr so viel gehen. Alright, wir haben jetzt so viel Essen und jetzt wird hier geackert. Unsere Guardians sind mich jetzt auch erstmal weg, was sehr, sehr geil ist. Und wir können ihn jetzt erstmal wieder ein bisschen rasieren. Guckt euch mal den Damage an. Und er ist wieder gesaved, er ist wieder gesaved. Oh mein Gott, was? Piglin Brutes? Was spiele ich hier? Mob Army Battle? Naja, kommt halt her. Oh. Ja, kommt. Oh mein Gott. Ich muss einen aufspielen. Ich muss einen aufspielen. Oh. Haha. Kriegen wir ihn. Alles unter Kontrolle. Bro, aber die Monster, die er spawnt, werden auch immer stärker. Und dass er nochmal zusätzlich auch noch ein bisschen eine Sprengung reinknallt, ist nicht so cool. Oh mein Gott. Oh, sein Schild ist weg. Was kommt nach einem Brute? Bro, spawnt er noch Wither? Spawnt er noch Warden? Was macht der noch? Die Kartoffel wird immer kleiner. Das fällt mir jetzt erst auf, wie klein er ist. Weil ich ihn schäle. Es ergibt natürlich Sinn. Bro, wer ist er? Okay, let's go. Ich hab's gesehen. Aber... das ist mir auf jeden Fall lieber als Wither oder Warden. Aber jetzt sind wir wirklich beim Monster Army Battle. Boah, kriege ich ihn vielleicht getrappt? Ich glaube, wir haben ihn jetzt echt gut getrappt. Das ist richtig gut, dann kann er jetzt auch nicht gerade nerven mit Explosionen. Noch einer. Let's go. Schön Stress machen, hä? Huh? Oh, wie klein. Oh mein. Ich weiß ganz genau, was das ist. Bob. So sehen wir uns also wieder. Immer und immer wieder derselbe. Ich will nicht wissen, wie viel Damage die machen, ne? Boah, was haben die für eine komische Hitbox? Ich muss, glaube ich, den Typen mal benutzen. Den 11er Attack Damage. Ey, zum Glück habe ich halt so gute Netherite-Rüstung, ne? Dass wir halt auch nochmal diese Protection-Verzauberung gefunden haben. Ich muss einfach rein. Unfassbar nervige Hitbox. Dauerhaft gestunt. Ich bin wie gefreezed hier. Wie viel habe ich noch? Noch zwei. Noch zwei große Bobs. Noch ein großer Bob. Und das ist der letzte. Das war der letzte. Und jetzt wird eine Kartoffel geschält, Leute. Jetzt wird eine Kartoffel geschält.
Das hast du so verdient, Alter. Der macht mir die ganze Zeit einen Stress, ne? Es ist nicht euer Ernst. Giants? Also, dass die Giants etwas Offizielles, also halbwegs Offizielles einbauen, ist auch revolutionär. Giants gab es bis dato nur so in Creative. Was haben die? Wie sehen die aus? Das ist der Minecraft-Skin des Entwicklers. Megaspot. Also, er haut nochmal seinen Skin rein. Schau mal, vorher hat er einfach meinen Skin drin. Schau mal, was sind einfach so riesige Bastis. Alter, die haben so viel Leben, ne? Ja, okay, es geht aber. Es geht aber. Zwei Stück down. Sehr gut. Und wenn ich da einmal ins Wasser falle, Leute, ich habe da richtig Probleme. Ja, kommt her. Noch welche down. Ja, aber ich sage euch so, Giants sind jetzt auch echt spieltechnisch noch mit am einfachsten zu fighten. Noch zwei Stück. Was kommt danach? Kommt danach nochmal eine Phase? Noch einer. Nur noch ein Giant. Come on. Alright, das war der letzte. Alle Giants down. Wo ist unsere kleine Potato? Mein Bester, es ist Zeit, geschält zu werden. Und zwar richtig. Er ist down. Das war's. Und wir bekommen den Stab. Ich soll das Ding, was ich jetzt gerade nach weiß nicht, was in deinem Bosskampf bekommen habe, in einen Composter packen. Ja klar, natürlich. Hä? Ich kann damit einfach Portale spammen. Ich mache es gleich. Er ist ein bisschen, aber er ist jetzt auch echt ein bisschen gereizt, der Kollege, ne? Ich habe ihm gerade hier einen richtig an... Ja, ich mache es gleich. Er ist richtig ungeduldig. Digga, ich kann das Ding einfach überall hin platzieren. Dann machen wir uns jetzt den Composter. Ich habe wirklich keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Muss aber ganz kurz nochmal meine Meinung zu diesem Bosskampf sagen. Unfassbar gut. Ich fand das so nice. Hätten wir nicht die Spawner gefunden und die halt abgebaut, dann hätten wir das, glaube ich, nicht geschafft. Also, der war wirklich, wirklich schwierig. Es war wirklich, es hat sich angefühlt wie eine Folge Boss-Battle. Also wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und nun ja, es fühlt sich falsch an. Das einzige Item, dass wir daraus bekommen haben, dass überall diese Portale spawnen kann. Keine Ahnung, was du noch kannst. Nicht wirklich viel. Dann packen wir das mal in den Composter. Wenn ihr nicht wisst, was da damit normalerweise passiert, wenn du Sachen in den Composter packst, naja, halt das. Jetzt. Ich kann nicht glauben, dass du darauf reingefallen bist. Er hat mir gerade gesagt, dass es ein super mächtiger Stab ist. Und jetzt ist er halt halbwegs kompostiert zu Bomi. Glückwunsch. Ich hab dich reingelegt, Basti GRG. 28 Minuten stimmt nicht so ganz, aber was ein unfassbar geiler April-Scherz. Also was für ein gutes 1. April-Snapshot-Ding mal wieder. Jedes Jahr hauen die einen raus. Unfassbar geil. Und ich glaube, es gibt sogar noch viel mehr Inhalte. Die haben so viele kleine Details reingepackt, die man sogar noch erkunden könnte. Aber wir haben auf jeden Fall diesen Boss besiegt. Unfassbar viel Spaß gemacht. Wir haben auch wirklich diese Rüstung gebraucht. Ich sag euch ehrlich, ich freue mich auf 2025, den 1. April, ihn zu kompostieren. Das würde mir auch nochmal gefallen. Oh, dann setze ich ihn auf. Er hat gewonnen. Wenn es euch gefallen haben sollte, lasst unbedingt einen Like da, abonniert den Kanal und nun ja, schreibt mir eure Meinung zu der ganzen Sache in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video oder beim nächsten Livestream. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, 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 ciao.